einen wunderschönen, naja, es ist nicht wunderschön, es regnet, es ist duster, es ist ein trauriger Montagmorgen, 9. Januar. Es ist jetzt gerade eben kurz vor 9. Ja, die Katze hat mich um 7:30 aus dem Bett geschmissen. Dann dachte ich, naja, weil ich ja gestern auch schon wieder meinen To-Do-Zettel für diese Woche irgendwie vollgeschrieben habe und den von letzter Woche nicht komplett fertig habe, dachte ich, du stehst einfach mal auf. Nutze den Tag. Ja, hallo, herzlich willkommen zur 29. Folge vom virtuellen Tagebuch von Atelier Marie-Lucienne. Ich bin Marianne und ich nehme dich im Laufe der Woche mit und zeige dir so ein bisschen, was im Hintergrund so alles läuft. Lass dich an meine Gedanken teilhaben und so weiter und so fort. Zweite Woche des neuen Jahres. Und ich habe mir gerade eben mal einen Kaffee gemacht, weil ich gemerkt habe, ich wurde so ansatzweise ein bisschen stressig, ein bisschen gestresst gefühlt, weil ich habe gemerkt, mein Mann hat mein Auto da gelassen. Da hat man zwar am Samstag drüber gesprochen, aber nicht wirklich abgemacht, dass ich nach Wald fahren würde zum Norma, weil die haben eine gute Biopalette und die haben jetzt die Sachen wieder angeboten. Also wir haben es nicht laufend da und das ist ein bisschen weiter von uns entfernt. Da müssen wir schon gezielt hinfahren. Das gehört nicht zu unserer normalen Einkaufsrunde. Sprich, da ich ja das Auto da entdeckt habe und er halt mit seinem gefahren ist, wurde mir dann klar, oh, das muss ich jetzt auch einplanen. Da sind dann wieder bestimmt 2 Stunden weg und ich habe auch noch 2 Bestellungen von Etsy, die ich fertig machen will und mein Packtisch steht voll. Da muss ich auch als erstes aufräumen. Ja, gut, dementsprechend fange ich ja schon wieder mit einer Menge in der Woche an. Ich glaube, da muss man ein bisschen ruhiger werden und ein bisschen ruhiger angehen. Ja, sprich, also eine Menge diese Woche auf dem Plan, dann Bolero, Korrektur lesen, erstmal hier jetzt die Bestellung fertig machen. Und diese Woche ist auch das Kaffeekränzchen. Dann wird diese Woche schon der erste Gastbeitrag veröffentlicht werden im Club. Da habe ich jetzt mal umentschieden, weil die Gastautorin auch zum Kaffeekränzchen kommt. Ja, da muss ich den einen etwas unangenehmen Brief schreiben. Das hat man natürlich die ganze Woche nicht losgelassen, das ganze Wochenende nicht losgelassen. Klar, ne? Sicherlich für so unangenehme Sachen, die sind immer größer oder die werden immer größer, so sicherlich im Kopf. Gut, also das muss auch noch gemacht werden. Ja, also das steht ziemlich voll. Da habe ich noch so ein paar Zeilen, die ich noch nicht gemacht habe. Ich übertrage das dann in Ruhe mal. Wahrscheinlich, wenn ich zurückkomme vom Einkaufen. In Ruhe in meinem Wochenkalender. Und was ich dann halt nicht schaffe, wird halt einfach ans Weitere geschoben. Ja, ach, das fällt mir gerade noch ein. Was ich auch noch. Das hatte ich per Instagram-Nachricht von Alte Künsten Anfrage bekommen. Die muss ich noch bearbeiten. Fast vergessen. Ja, gut sortierter Haushalt und so weiter und so fort. Ist zwar nicht im Haushalt, aber der Haushalt hier drinnen. Ja. Sprich, ich mache jetzt das deswegen mir selbst so ein bisschen Stress mit. Die Bestellung muss ich noch fertig machen, weil wenn ich jetzt Haus dann schon gleich verlasse, dann mache ich lieber eine Tour über in der Scheune, also sprich über die Poststelle, wo ich nach Wald fahre, damit ich nicht nochmal raus muss, damit das auf jeden Fall alles heute wegkommt. Und ja, was als nächstes kommt, das sehen wir dann, ne, eins nach dem anderen dann. Aber das jetzt erstmal, damit ich mir dann, wenn Einkauf und so weiter fertig sind, einfach in Ruhe am Schreibtisch setzen kann und dann die Sachen bearbeite. Also, die Woche fängt schon nicht so ausgeglichen und ruhig an wie die letzte. Aber ja, kommt schon mal vor. Okay, wir sehen uns später wieder. Thank you.
Samstag 11:30. Ich muss mich ein bisschen ranhalten, damit ich das Paket noch zur Post bekomme. Aber es war irgendwie so ein bisschen Familienvormittag heute. Mein Jüngster kam zweimal vorbei und dann hat meine Mama noch angerufen und schwupps, war die Zeit schon wieder dahin. Ja, also ich habe jetzt ein Paket, das ich noch wegbringe zur Post. Das ist eine Bestellung, die gestern noch eingegangen ist. Dann habe ich gestern eigentlich fast den ganzen Nachmittag damit verbracht, dass ich den Brief für das eine Wollgeschäft geschrieben habe. Da werde ich meine älteste Frage jetzt nochmal Korrekturen liest, damit ich da keine Grammatikfehler drin habe, was bei mir ja immer mal wieder passieren kann. Ja, also so gesehen habe ich darüber, also da eigentlich dann gestern nicht viel mehr gemacht, als am Abend dann halt, also Nachmittag den Brief dann schreiben und ja, das ist jetzt wirklich nachdenken. Ich habe Kaffeekränzchen für die Clubmitglieder schon eingerichtet, ich habe auch die Zoom-Links schon verschickt. Der erste Gastbeitrag ist online im Clubcafé und ich habe die E-Mail dazu geschrieben, ich habe die nun auch die die E-Mails geschrieben für die Links mit den fürs Kaffeekränzchen. Ja, also dementsprechend habe ich gestern eigentlich schon eine Menge gemacht, auch wenn es eigentlich nicht so viel zum Vorzeigen ist. Daher mache ich mich dann jetzt mal dran, ein bisschen voranzumachen, indem ich das Paket hier fertig mache, zur Post bringe und dann heute mal endlich mal anfange mit Korrekturlesen von der Bolero-Anleitung, weil das ja so langsam mal vorangeht damit ich dann das Häkle dafür so suchen kann, weil solange das noch irgendwie im Nacken hängt, fand ich nicht so wirklich frohen Mutes oder ich denke ja immer, ich habe es dann immer im Hinterkopf und da kann ich ja schwer sich konzentrieren auf neue Kollektionen und so weiter und so fort. Also ich habe noch ein bisschen was zu tun. Die Woche ist ja gerade eben angefangen, also langweilig wird mir auf keinen Fall. Ja, und das sind ja eigentlich so die Sachen, die ich vor allen Dingen für heute auf dem Plan habe. Als Bolero auf jeden Fall jetzt Korrektur lesen und dann wirklich mir mal über die anderen Sachen hermachen, wie zum Beispiel neue Kollektionen machen und das Angebot zusammenstellen für alte Künstler und ich muss noch ein paar Gastbeiträge suchen, weil ein paar haben halt abgesagt, was ja ganz legitim ist. Und da würde ich noch Ersatz, weil das Thema vielleicht interessant ist, aber dass ich da dann halt auch jemand anderes versuchen muss. Und gut, also heute den Brief zum Ältesten schicken, damit er Korrektur liest, das hier wegbringen und dann Bolero lesen und dann der Rest. Dienstag, 10. Januar immer noch, gerade eben fliegt ja irgendwer über uns hinweg. Es ist jetzt 4 Uhr. Sprich, auch wenn ich mir den jetzt endlich vor mir gelegt habe, also hier, Kokos Bolero, damit ich Korrektur lesen kann, muss ich jetzt feststellen, mit dem Blick auf die Uhr, eigentlich müsste ich schon längst in der Küche sein und kochen. Mein Mann kommt gleich nach Hause. Aber was ich auch noch zeigen wollte, ist es bestimmt schon aufgefallen. Also heute war der Tag so ein bisschen komplett zerfleddert. Und weil eigentlich war schon gestern Haarwaschtag angesagt.
Und naja, heute Morgen war ich dann eigentlich doppelt unglücklich mit meinen Haaren. Ich hadere schon ein bisschen länger drüber. Weil die ja unten so komplett dünnt waren und spitzig und wie auch immer. Ne? Jeder mit langen Haaren wird schon wissen, worüber ich rede. Vor allen Dingen da, wenn ich jetzt mal nachrechne, das letzte Mal mit dem Friseur war, so 2017, 2018. Und ja, dann habe ich mich mal ganz kurz entschlossen, nach dem Telefon, noch, also nach dem Telefonat mit Maike, also von Scuderia, saß ich sowieso am PC und habe ich mal kurz entschlossen eingegeben, Friseure in Nettersheim. Dann habe ich Kontakt mit einem aufgenommen. Das konnte ich ja schon sofort um 14 Uhr hin. Und ja, ist noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Die hat gut ein bisschen über 30 cm abgeschnitten. Wächst ja irgendwann vielleicht mal nach. Ist aber nicht weiter schlimm. Ich freue mich mal drauf, dass es ein bisschen pflegeleichter ist. Aber ja, dadurch habe ich natürlich noch eine Stunde mehr verloren. Ich glaube, nach dem Essen setze ich mich noch mal dran. Ich möchte unbedingt heute die Anleitung fertig Korrektur gelesen haben. Das mache ich dann auch. Übrigens, mein Sohn hat sich ja auch schon gemeldet bezüglich des Briefes, die ich ihm ja doch zum Korrekturlesen zugeschickt hatte. Und der hat er mir die paar Korrekturen, die ich, also Grammatikfehler, die ich drin hatte, hatte mir zurückgeschickt. Also ich kann den Brief morgen dann auch zur Post bringen. Jetzt muss ich mir noch Gedanken machen, was ich zu essen koche. Nudel? Man wird sich freuen. Bis später. Ich kann zwar nicht viel zeigen, weil was hier drin ist, ist geheim. Es ist was für die Clubmitglieder. Hat was mit dem Markier des Monats zu tun. Aber ich dachte, es ist vielleicht interessant, mal zu wissen, also ich arbeite für viele Grafiken, die man ja auch bei mir auf Instagram sieht oder auch immer hier dieses Thumbnail mit Episode, jetzt wird es sein 29, Behind the Scenes und so weiter und so fort, entwickle ich alle mit Canva. Und ich habe, ja, ich bin ja nicht so schnell mit den Sachen. Ich habe vor einiger Zeit herausgefunden, dass man bei Canva halt auch die Sachen, die man da herstellt, also zusammenstellt, auch über Canva einen Druckauftrag geben kann. Bislang habe ich das immer so gemacht, dass ich dann, wenn ich zum Beispiel eine Postkarte entwickelt habe, wie zum Beispiel diese hier, dass ich die zwar auf Canva entwickelt habe und dann das ganze PDF rüber auf dem Laptop und das dann zu mir, wir machen Druck, geschickt habe, damit es dann gedruckt wird tatsächlich. Und jetzt habe ich eigentlich herausgefunden, dass ich für, ja, es ist vielleicht schon ein bisschen teurer, aber das spart mir dann schon ein bisschen Arbeit, dass ich über Canva auch halt Druckaufträge machen kann. Und das ist jetzt zum Beispiel ein von diesen Druckaufträgen. Und das kommt dann eigentlich richtig schön verpackt an. Ich drehe das natürlich nicht um, weil dann ist natürlich, ja, die Überraschung für meine Clubmitglieder dahin. Aber es ist ist wirklich möglich, bei Canva einen Druckauftrag zu geben. Und die Sachen, die man bekommt, sind auch richtig klasse. Das wollte ich nur mal nebenbei gesagt haben. Einen wunderschönen Mittwoch, den 11. Januar. Es ist jetzt 10 vor 1. Der Brief am besagten Wollshop ist weg und seitdem arbeite ich am PC und bin Maschenmarkiere für die Sommerkollektion am Entwerfen. Ich hatte vor einiger Zeit mal so ein Moodboard gemacht und der Zettel klebte ja schon seit ewigen Zeiten hier an der Decke dran. Das war schon vor, wo ich es mal schnell draufgeschrieben hatte, was ich bestimmt machen wollte für die Frühjahrskollektion. Ich habe seit dem Frühstück auch noch nichts getrunken. Gemacht habe ich heute bislang schon Krokus, eine Rose, die ja gar nicht dazu gehört. Ich bin an der Tulpe dran. Ich habe erstmal so ein bisschen ja, grobe Sachen gesammelt und Ideen noch mit hier aufgeschrieben. Machen will ich noch eine Erdbeere, Kirsche. Huhn und Hahn sind schon fertig.
den Hasen, den ich letztes Jahr für Scuderia, für Maike von Scuderia entwickelt habe, den nehme ich dieses Jahr mit offiziell mit ins Programm, aber der kriegt halt jetzt ein Frühlingsjäckchen an. Die Gnömchen, also die Wichteln, will ich machen. Beziehungsweise die brauche ich ja nur anders anzuziehen. Aber ich will noch ein Mädchen dazu machen. Also, es sind ja bislang ja eigentlich so gesehen nur drei Männer mit Bart. Also, wir versuchen mal eine weibliche Form da zu machen. Schmetterlinge hatte ich letztes Jahr auch schon. Und noch auf meine Liste, mal gucken, wie ich so umgesetzt kriege, sind Osterglocke bzw. Narzisse und Hyazinthe. Aber ja, also ich bin schon mal auf einem guten Weg. Ich habe auch schon so eine vage Idee, was heißt eine vage Idee? Eine Idee, was ich Margit von Alte Künste vorschlagen könnte bezüglich ihre Wollboxen. Mal schauen, was sie von der Idee hält. Ja, also ich bin voll dabei, voll am, noch ein bisschen an die Sachen zu entwerfen. Und ich hoffe mal, dass ich nachher also bald runtergehen kann. Obwohl ich lieber es abgeschlossen habe würde mit dem Entwickeln, weil wenn ich dann einmal runtergehe, dann habe ich so irgendwie keine Lust mehr, mich wieder am PC zu setzen und mich wieder mit dem kleinen Kram aufzuhalten. Also, ich mache jetzt hier mal weiter. Also die Tulpe, bin ich gerade die Konturen am machen. Also da mache ich auf jeden Fall erstmal weiter. Dann Osterglocke bzw. Narzisse. Das ist im Endeffekt ja, nur die Farben sind ja anders und dann die Hyazinthe. Das könnte noch ein bisschen tricky werden. Ich habe auch so eine bestimmte Art, so ein bisschen wie so die Kirchenfenster, die mit Bleifenster. Ne? Also auf die Art versuche ich die umzusetzen. Mal schauen, ob das tatsächlich hinhaut, so wie ich es mir vorstelle. Ja, also ich bin noch dabei und melde mich später wieder. Donnerstag, 12. Januar. Heute fange ich direkt hier unten am PC an, weil ich habe gestern tatsächlich den ganzen Tag damit verbracht, Maschmarkierer zu entwerfen. Ja, insgesamt habe ich jetzt auf dem Stick, den Stick habe ich jetzt 17. Nein, muss man tatsächlich ein. Ich glaube, gestern habe ich 17, wovon drei aber schon alte vom letzten Jahr sind. Aus dem einfachen Grund. Schauen, 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 sind es sogar. Wovon dann halt drei tatsächlich schon vom letzten Jahr sind, aber die sind halt letztes Jahr rausgefallen. Weil, auch wenn es jetzt 18 sind, heißt das nicht, dass alle 18 tatsächlich es dann in der Aus ja, überhaupt weiter schaffen als einmal gelasert und dann verworfen. Die drei vom letzten Jahr, zum Beispiel die Enten und die Hühner, sind tatsächlich, ja, irgendwas hat dann. Ja, ich war schon, was nicht gestimmt hat, aber was mir nicht gefallen hat und die ich dann dementsprechend halt in dem Moment keine bessere Lösung für gefunden hatte oder nichts gefunden habe, wie ich das dann halt ja, ändern kann oder irgendwie, wenn man in so eine bestimmte Spur drin bin, dann komme ich irgendwie so nicht, kann ich nicht um die Ecke mehr denken. Und ja, also sind doch ein paar, hast wie so mit dem Bleiglas. Was ich so im Kopf habe, ob sich das umsetzen lässt, ist eine andere Frage. Sprich, es kann gut sein, dass ich die jetzt dann mal durchlaufen lasse und sage, nee, komm, das bringt nichts und zack, dann sind sie schon raus. Und das würde dann 1, 2, 3, 4, 5 schon wieder betreffen. Klar kann ich die dann noch bearbeiten oder kann ich dann was Neues damit machen. Ja, aber dementsprechend ist nicht alles so, sich nicht, weil ich dann halt so viele auf dem Stick habe, dass alle dann letztendlich so viele da rauskommen. Ja, und ansonsten, gut, oben arbeite ich tatsächlich am liebsten beim Design, das mache ich nicht so ganz gerne hier unten, weil die ganze Zeit hier im Souterrain ist so ein bisschen duster, ein bisschen, ja, so ab und zu möchte ich dann doch schon mal so nicht sehen. Ich habe da ein Fenster, aber das geht sowieso und in den Hof raus und nach Norden, also kommt sowieso kaum Licht bei rein.
Und was ich schon viel früher festgestellt habe, ist, dass wenn ich die oben halt auch konvertiere, statt hier unten am PC, dass die Konvertierung nicht unbedingt richtig ist. Dann muss ich noch eine Skalierung arbeiten und das dann, ja, dementsprechend male ich die halt hier, male ich die halt oben aus und hier unten muss ich dann nochmal jede einzelne Datei dann rein. Dann die auseinanderholen, wo halt Papier und Holz ist. Das sind dann unterschiedliche Dateien dann abspeichern. Und ja, also insgesamt ist es dann immer schon noch ein bisschen was Arbeit, bevor ich dann endlich auch den Lasercutter anschmeißen kann. Und ja, und das heißt, also damit fange ich dann heute an. Und dementsprechend werde ich wohl heute den ganzen Tag hier unten im Laserraum verbringen, wo ich in diesem Jahr viel zu selten gewesen bin. Also ich freue mich auch richtig drauf, dass ich jetzt hier endlich ein bisschen was arbeiten kann. Und wenn ich die hier soweit fertig habe, dann mache ich mir auch über das Angebot für alte Künste her. Da habe ich schon eine Idee. Okay. Ja, ich habe noch eine Weihnachtstasse. Meine anderen zwei sind gerade in die Spülmaschine. Und ich hätte die angeworfen, bevor ich dran gedacht habe. Ich könnte die eine rausnehmen und so wieder spülen. Ja, egal. Ich fange jetzt mal an. Und ja, lass dich ab und zu mal bitte Schulter schauen. Zwischenstand nach der ersten Durchgang, die mache ich jetzt mal richtig, die brauchen wir nicht mehr. Ja, also zum Beispiel jetzt bei der Tulpe, die ich halt in diesem, wie ich jetzt sagte, diesen Glas, also Bleiglas-Art gemacht habe. Also bei der werde ich auf jeden Fall den Stielansatz entfernen. Also den brauchen wir ja gar nicht. Und ich glaube, ich müsste auch die Brennstärke ein bisschen vergrößern, damit ich mit das Prominente es und sich leichter malen lässt, weil das ist ja, was ich dann noch vorhabe, dass halt dieser Blütenansatz quasi grün wird. Also der wird auf jeden Fall noch weg. Dasselbe eigentlich bei dem. Da muss ich vor allem die Linien was vergrößern, weil ich bei den Weilchen ja, die sehen ja immer, haben ja immer so ein bisschen irgendeine Farbe nehmen, die haben ja immer mehrere Farben in eine Seite, also in ein Blütenblatt und ich weiß nicht, ob die jetzt bringt, naja, die ist zu dunkel. Jetzt erstmal mal ganz spontan irgendetwas nehmen, das jetzt, na, wird auch nicht viel bringen, ist auch nicht dunkel genug. Ich weiß nicht, ob ich gar keine Malstifte hätte. Ach, der ist noch nicht angekommen. Ja,
Das wird jetzt erstmal, nehmen wir doch mal den, dass ich das dann halt hier noch so ein bisschen dieses anmalen kann. Ich werde es wahrscheinlich nicht mit Stift machen, aber dann eher mit Kreidefarben. Na, dass es halt wieder eher wie ein Weilchen aussieht. Also da bin ich jetzt wirklich nicht ganz so glücklich mit. Wie das dann halt jetzt geworden ist, da muss ich auf jeden Fall nochmal ran. Die Idee ist in Ordnung, aber die Ausführung noch nicht so. Bei dem habe ich so gesehen eigentlich nicht so sonderlich viel auszusetzen, außer dass ich auch bei dem viel lieber ein bisschen die Linien vielleicht an der Seite noch ein bisschen stärker hätte. Da kommen hier natürlich die Blütenfäden noch drin. Dann sieht der jetzt so aus. Ich weiß noch nicht, ob ich mit der so zufrieden bin. Auf den wir gesehen haben, da muss ich ein bisschen weiter weg von der vom Rand. Bei dem zum Beispiel, also Erdbeere sieht so in Ordnung aus. Ja, das Grün wird dann, was grün ist, wird dann halt auch grün angemalt. Ich nehme jetzt mal irgendeinen, der jetzt einsatzbereit ist. Der ist es nicht. Ja, der wär's. Ich nehme jetzt hier einfach die Posca-Stifte, aber das wird dann bei der Endfassung auf jeden Fall mit Kreidefarben geschehen. Aber, das ist in Ordnung. Erdbeere erkennt man ja ganz gut. Aber meine Idee war eigentlich, das mit dem zu machen, dass er dann gleich die Erdbeere quasi, die Pünktchen schon hat. Da muss ich jetzt mal überlegen, ob ich jetzt ein Holz schon mit den Pünktchen beklebe und dann immer das Grün anmale danach, oder ob ich halt quasi ein grünes Passepartout mache, das ich dann einfüge, wie ich es zum Beispiel hierbei gemacht habe. Ist, ne, also, das ist jetzt festgeklebt, ausgerechnet, klar, da wo man es zeigen will. Ne, also es ist normalerweise dann da drauf geklebt wird, dass ich halt das dann mache als Pünktchen. Ich weiß es noch nicht so genau. So, okay. Das beiseite. Und mit den anderen bin ich noch nicht weitergekommen. Wobei ich, wie ich jetzt den hier sehe, im Vergleich zu dem jetzt hier, also die Kirschen, da werde ich vermutlich tatsächlich die Kirsche auf vorher angemaltem Holz lesen. Dann sind die Kirschen so ein Rot. Und dann brauche ich nur noch Stielchen und Blatt anmalen. Und das ist einfacher, als wenn ich jetzt in diese Fassung alles anmalen muss. Also okay, da muss auch noch was dran gemacht werden. Das gibt dann einmal andere Fassung. Und bei, da muss ich anmalen, weiß ich. Und bei all denen hier, da muss noch zusätzlich Papier ausgeschnitten werden, also ausgelesen werden. Ja, also das ist mal der erste Zwischenstand. So, machen wir jetzt mal weiter, wo wir vorhin aufgehört hatten. Also wir hatten ja hier mit der Tulpe aufgehört. Und da habe ich jetzt die als Varianten für gemacht. Also das Stielchen ist weg und dafür dann halt nur der kleine Blütenansatz. Dann hatte ich den hier angefangen, da habe ich eine Menge ausprobiert, gebe ich auch zu. Manche sind schon direkt in den Müll gelandet. Das sind so momentan die gesammelten Werke. Wobei, klar, die am besten, der gefällt mir eigentlich am besten. Aber es ist alles hundertprozentig Handarbeit. Also jede eins von den Strichen, das ist jetzt nichts vor gemacht. Also dementsprechend, da wird nie eine gleich sein wie der andere.
Das wäre dann halt mit Gelb und Lila. Das ist halt ein weißere mit Blau. Also mit Purpur mehr. Ja, also das wären dann halt mal die mal. Das habe ich dann noch so mal ja auch die anderen Farben probiert. Aber da bin ich mir noch nicht so ganz sicher, ob und was mir da gefällt. Vielleicht noch der. Ich weiß noch nicht. Ja, also das ist die Weichen. Dann hatten wir die Krokus, die ich ja schon mal mit der Hand wieder ein bisschen angemalt hatte. Als nächstes habe ich die mal gedreht, dass die nach unten geht. War mir auch noch nicht gut genug. Dann bin ich momentan bei dieser Version angelangt. Wobei mir ja der dann wahrscheinlich tatsächlich am besten gefällt. Also wo man halt ein bisschen mehr Tiefe in der Krokus hat. Und da Krokus hier in, also bei uns kommt, ist es das eigentlich, das Weiß, Gelb und Lila, das sind die Krokus bei uns im Garten. Aber es gibt sie auch wohl im Blau. Aber das Blau gefällt mir jetzt noch nicht so gut. Ja, da bin ich auch noch dran. Also die Lila finde ich ganz in Ordnung. Aber mit der Gelbe könnte ich leben. Ja, mit dem Weißen, ja, einfach. Vom Weiten gesehen sieht es immer ein bisschen besser aus. Das von nah. Aber Blau ist mir eindeutig zu dunkel. Die Kirsche ist Pi mal Daumen gleich geblieben. Das ist ein bisschen kräftiges Rot, aber das ist jedes einzelne Element angemalt. Und das ist dann halt das vorgemalte Rot, das halt mit der Platte, die vorgemalt ist. Das wäre dann so. Kleinen Lichteffekt mit dabei. Dann die Osterglocke bzw. Narzisse. Das war die erste Version, die ich gemacht habe. Da habe ich eine zweite Version. Vielleicht mache ich insgesamt das Innenteil ein bisschen noch kleiner. Das war halt auch die erste Version von der Narzisse. Das ist jetzt die zweite. Die gefällt mir auch viel besser. Das war einfach noch zu viel mit noch dem zweiten Kreis innen drin. Also das gefällt mir ganz gut. Außenrum ist nichts gemacht, es ist halt weiß geblieben. Hast du eine Narzisse, ist ja weiß. Das wäre dann halt die Osterglocke, Narzisse. Dann, die Erdbeere mit Pünktchen. Und dann bin ich angefangen mit den anderen Sachen. Da weiß man schon, wo es hingeht, die Reise. Also, die Wichteln haben jetzt weibliche Verstärkung. Ups, jetzt ist noch der zweite. Ist vorhin schon ein runtergefallen. Ein von den Glitzerteilen. Das war ja jetzt das zweite. Das erste habe ich immer noch nicht zurückgefunden. Ja. Also es wird dann halt die Wichtelfrauen, also die Sommerwichteln. Das Gelbe gefällt mir noch nicht. Da muss auf jeden Fall was Blaues hin. Das wird auch noch angemalt. Also es ist jetzt erstmal die erste Schritte. Ne? Da muss ja die Haare bleiben zwar blass, sowie auch der Bart von den normalen Wichteln. Ich hole mal jetzt einen dazu, von die ich für alte Künste gemalt. Also der Bart bleibt, die Haare bleiben, so wie hier der Bart, halt so neutral. Die Nase wird noch angemalt, die Schuhe. Und da werde ich dann wahrscheinlich so entsprechend der Mütze oder eine einfach neutrale Farbe halt dazu machen. Und dann diese sind auch noch nicht fertig, also Kamm, Schnabel und so weiter. Und hier auch Ente wird noch angemalt. Das habe ich, werde ich auch nochmal eine andere Farbvariation haben. Und über die bin ich jetzt die ganze Zeit noch am Grübeln. Also ich habe schon mal mit Stift das Mäulchen nachgezogen von dem Schaf, also von dem Lämmchen. Irgendwas stört mich noch daran. Ich kann es aber nicht auf den Punkt bringen, das wäre ein Böckchen. Also wie gesagt, etwas stört mich noch daran, dass ich nicht auf den Punkt bringen kann. Aber es fällt mir noch ein. Vielleicht ist es einfach ein bisschen zu groß. Der Körper zu groß im Vergleich mit dem. Das könnte ja schon hinhauen, dass der Körper, das Gefühl her, der Körper zu groß ist. Ja, da muss ich noch dran.
einen habe ich schon sofort verworfen und die Rose, da muss ich auch nochmal dran. Ja, das war der zweite Zwischenstand. Freitag der 13. Ja, also Freitag der 13. Es ist jetzt kurz vor 4. Ich wollte mal zeigen, was ich heute alles gemacht habe. Ich war den ganzen Tag nur hier unten im Laserraum. Habe eine Menge probiert, eine Menge getan, eine Menge verworfen, eine Menge neu gemacht. Ja, also ich drehe jetzt einfach mal die Kamera um und zeige mal, was ich gemacht habe. Also, ich hoffe, das sieht sich jetzt. Das, wollte ich mal zeigen, wo habe ich es jetzt? Die Hühnchen und Hühner und Ente, die sind jetzt hier. Das war das Huhn, was ich letztes Jahr gemacht hatte. Und das hat mich halt nicht gefallen, dass es da so an den Schwanzfedern rumhing. Die Lämmchen und die Böckchen habe ich halt neu gemacht. Die sind halt etwas kleiner als die von gestern und gefallen mir jetzt auch tatsächlich wesentlich besser. Dann schon mal die Häschen oder so die Version davon. Da lasse ich mich noch inspirieren, wenn ich ein bisschen mehr von dem Frühlingspapier habe. In denselben Farben halt auch die, sie sind noch nicht festgeklebt, die Vogelhäuschen. Die kommen dann in diesen Farben dieses Jahr. Dann habe ich mal was anderes ausprobiert. Auch Frösche, die dann halt auch in denselben Frühlingsfarben, also rosa, grün, blau, gegebenenfalls gelb, dann daherkommen, einmal mit und einmal ohne Krone. Entsprechend auch Wasserlilien. Die habe ich auf dieselbe Art gemacht wie gestern auch die Tulpen und so weiter. Dann Stiefelchen, neue Sommerstiefelchen. Die kommen auch nochmal in Blau, aber da habe ich das Papier noch nicht von. Dann, ich habe überall noch nicht das Papier festgeklebt, deswegen liegt das ein bisschen schräg. Gänseblümchen. Die sind halt so blank gelasert, dann mit Wasserfarben diese ja, die Spitzen angetupft. Dann haben sie halt auch das Gelbe in der Mitte. Und das, was man versucht vom Ranunculus, also jedes, dann wird auch wie auch die, ach, jetzt ich hole sie mal schnell, wie auch die, das wird dann auch jedes einzelne eigene Färbung bekommen, weil ich die einzeln, jedes einzeln anmale. Also nicht so wie die Platten, die ich zum Beispiel verwende hier für die Häuschen oder wie hier auch die Stiefel. Das habe ich ja von Platten, die ich komplett angemalt habe. Auch die Frösche. Nein, hier mache ich jedes einzelne komplett selber, also von Hand, mit innen das Grüne nach außen ein bisschen dunkler. Das war jetzt nur das eine, ich habe nur das eine bislang gemacht, weil das war tatsächlich mal der Versuch, ob das überhaupt hinhaut, überhaupt noch was aussieht. Gefällt mir ganz gut und ich werde dann auch auf jeden Fall eine in Orange, weil Ranunkeln gibt es ja auch in anderen Farben als nur in Rosa. Ja, also das hier war mit viel Trial und Error, was ich heute so alles gemacht habe. Ja, also muss ich schon sagen, es war ein sehr erfolgreicher Tag. Und ich habe schon, das habe ich hier hinten versteckt, da hinten versteckt, schon mal angefangen, ein paar Sachen für alte Künste auch zu machen. Ja, okay. Dann wünsche ich erstmal einen schönen Tag. Samstag, 14. Januar. Das ist das Ende von der 29. Folge von meinem virtuellen Tagebuch. Es würde mich übrigens brennend interessieren, was du von der neuen Kollektion hältst. Ob du vielleicht einen Liebling hast. Also lass mich wissen in den Kommentaren. Und dann wünsche ich dir ein schönes Wochenende, wenn gerade Wochenende ist, wenn du schaust. Ansonsten schönen Tag, schönen Abend und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!